Mein Name ist Marlene Brunner und ich betreibe eine Bilanzbuchhaltungskanzlei. Vom Berufswegen her bin ich es gewohnt, für meine Klienten zu kämpfen, für meine Klienten einzutreten und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihnen zu helfen. Aber in der schwierigen Corona-Zeit kann ich unseren Klienten nicht helfen, weil die Hilfsangebote der Regierung oder Hilfestellungen der Regierung einfach nur riesengroßer bürokratischer Unfug ist und die Hilfen, die finanziellen Mittel, die dringend in den Betrieben benötigt werden, überhaupt nicht dort ankommen, wo sie hin sollen. Wo das ganze Geld der Betriebsförderungen verschwindet, weiß ich nicht, aber es kommt viel zu wenig beim Unternehmer an. Die Unternehmen sind gezwungen, dass sie langjährige Mitarbeiter kündigen, um irgendwie den Betrieb noch aufrechterhalten zu können. Schweren Herzens verlieren sie treue Mitarbeiter, können ihre Lieferanten nicht mehr bezahlen und müssen bei den Lieferanten um Zahlungsaufschub bitten, obwohl es früher immer pünktlich sind, aus Kontofrist bezahlt haben. Die Unternehmer haben einfach kein Geld mehr, können nicht planen, können nicht mehr arbeiten und über kurz oder lang wird unsere österreichische Wirtschaft vollkommen ruiniert sein und wir werden von einer Insolvenzenflut erschlagen werden.